Moin, moin. Nur ein ganz kurzes Video für die Leute, die gerne Radwandern mit Übernachtung im Wald in Deutschland, wo das überall verboten ist. Wie kann man das trotzdem machen? Ohne Ärger. Wenn es denn regnet, ja, ist das ein wunderschöner Angelschirm. Eine Bank. Und das ist die Behausung. Die Behausung ist eine Baumarktplane. Auf der Seite mit ein paar Heringe im Boden drin. Und da drunter ist das Fahrrad. Die Plane ist am Fahrrad festgemacht. Mit ein paar Karabiner. Zack. Und zack. Und da oben. Zack. Und dann den ollen Stecken von einem Schrubber, wo man so ausziehen kann. Abspannen. Und dann ist unter dieser ganzen Geschichte Platz für zwei Menschen, vielleicht für so ein Biwak, wenn man will, oder für nur einen Schlafsack. Und dazwischen ist dann auch noch Platz für einen Hunk, der da liegt. Ganz hinten wäre auch noch Platz für Gepäck, aber das Gepäck ist in Form von einer Kiste noch am Rad dran. So ist das da drin, ne? Das ist schön groß. Ja. So. Und dieses Mal steht das zweite Fahrrad da an der Bank. Jo. So sieht das aus. Nachmachen empfohlen. Tschüss, die Rose. So, um diese Konstruktion aber nicht lebensgefährlich zu machen, braucht es unbedingt einen super stabilen Ständer, damit das Rad nicht durch den Zug von der Plane auf den Schläfer draufgezogen wird. Und das ist ein Plätscherständer, Hinterradständer. Der steht so genial gut. Also da kann man sich dran lehnen. Auf der anderen Seite ist ein Manufakturrad mit Hinterrad Plätscherständer. Das ist stabil.